Guten Morgen, liebe Leute. So, ich bin hier in der Wohnung, in meinem Büro und freue mich, dass es so schön sauber ist. Und ich glaube, morgen fahren wir nicht zur Schule, weil alle in meiner Familie krank sind. Von der Katze angefangen, ja, bis hin zu mir halt letztlich. Es sind alle am Husten außer ich. Also ist nicht schön. Drüben ist die totale Virenhölle. Ja. Ich bin der Einzige, der sich noch einigermaßen bewegen kann, sagen wir mal so. Ne? Mit Kindern fällt das ja nicht so auf, aber nachts ist das schlimm. Die haben Albträume und ach, ihr wisst ja, wie das ist. Jo, ich packe jetzt gerade hier ein bisschen was ein. Zwei Prospekte noch, oder drei Prospekte, die verkauft sind endlich. Hat ja lange gedauert bei den guten Herren und hab drüben den Heizlüfter nochmal angemacht jetzt. Das geht auch voran da drüben, das finde ich auch gut. Das muss trocknen, die Wohnung ist sauber, das finde ich auch schön. Schaut mal. Wahnsinn. Ja, hier ist ordentlich Wasser drin in den Wänden. Das ist unglaublich. Ja, wie gesagt. Ja, sag mal. Kleinen Moment. Oh Mann. Also gut geht's mir ohne, aber man muss ja durchhalten. Ne? Also wie gesagt, so eine Tage gibt's auch. Man ist manchmal krank. Trotzdem versuche ich heute irgendwas aufzunehmen, so ein kleines Video zu machen für euch. Ich hoffe, dass es gefällt. Wenn nicht, will ich heute einfach nur ein bisschen am Computer schnippeln. Seid da nicht sauer, bitte, ja. Erstmal mein Versand. Und dazu brauche ich Kisten für den Versand und die bekomme ich im Keller. Wo denn sonst? Also ich habe ja reichlich Kisten entsorgt. Aber schaut mal hier für die Prospekte. Wunderbar. Das haben wir. Da brauchen wir noch. Wo hat denn die Sachen hingetan, die ganzen Kisten und alles? Die nehmen wir mal mit. Kiste haben wir. Zwei Stück. Mehr brauchen wir nicht. Guten Morgen, liebe Leute, im krankenversehrten Heim Müller. Hast du deine Unterlagen oder brauchst du gar keine? Ausweis. Ja, ich fahre heute zur Bundesbank und tausche ein bisschen D-Mark um. Das ist total einfach. Man setzt sich ins Auto, fährt dahin, zieht eine Nummer, also meldet sich unten an der Rezeption, zieht eine Nummer, setzt sich hin. Wartet, bis die Nummer aufgerufen wird. Dann geht man in eine Kabine. Dahinter ist ein Schalter. Da legt man seine D-Mark rein, seinen Ausweis rein. Und dann wird der Wechselkurs berechnet und man kriegt die Euro für D-Mark. Ganz simpel. Also, wenn ihr noch sowas habt, tauscht einfach um. So, kein Hit. Kann man bei keiner normalen Bank machen, muss man bei der Bundesbank machen. In Berlin haben wir ja Glück. Wir haben hier sowas. Wenn man ein bisschen außerhalb wohnt, dann ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Also in Berlin haben wir halt Glück, wa? Ja, wir haben viel Glück, aber auch viel auf Glück. Mama, ich hab Hunger. Schön. Mama, ich hab Butter. Ich hab noch eine Schokolade. Oh. Jo, Geld habe ich umgetauscht und 100er halt behalten. Makellosen alten 100er. Wie neu. 100 D-Mark. Okay. So sah das Geld früher aus, das wir benutzt haben. Noch nicht so lange den Euro. 2001. Warum gibt es den jetzt nicht mehr? Tja, das ist eine Frage. Europäische Währung eingeführt, ja. Damit alle das gleiche Geld benutzen. Ja. Vereinheitlichung. Vereinfachung der Bankgeschäfte. In Europa. Ein gemeinsames, ein Miteinander. Fantastisch. Ja.
So. Der Wagen ist fertig drüben. So, jetzt muss ich nur noch in den hinteren China-Schrank. Ich zeig erstmal Pause. Hallo. Hallo. Hast du ein bisschen geschlafen? Nein. Nein? Nein. 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 Eine Doktorarbeit geschrieben gerade. Ja. Willst du eine essen oder eine kleine essen? Nein. Erstmal hinsetzen. Ja, und ich fahre gleich im Baumarkt. Einen Sack Rotwand holen. Knapp, aber passt. Sack haben wir. Einen Sack können wir mal mit Lastenrad holen, das sieht schon. Zwei Sack hoch, drei Sack hoch eigentlich. Müssen wir nicht das Auto bewegen. Ja, haben wir doch. Sack ist da, kann weitergearbeitet werden. Schließe ich das Rad an und dann gehen wir mal hin, wieder rüber. Die täglichen Sedativa meiner Töchter. Wir gucken Fernsehen. Naja, sozusagen. Bei uns, wir haben ja keinen Fernseher und deswegen haben sie hier Computer. Computer. Wir haben noch einen Fernseher, Papa. Und gucken sich Kinder beim Spielen an, statt selber zu spielen. Es ist furchtbar. Es ist wirklich furchtbar. Naja, man muss dazu sagen. Das ist nicht furchtbar. Doch, es ist furchtbar. Cool. Ich finde das total furchtbar. Ich finde das so cool. Also man muss dazu sagen, die spielen auch. Ich nehme den Computer mit, wenn ich tot bin, sogar bitte bei der Schachtel nehmen. Wenn du tot bist, willst du den Computer mit in deine Schachtel nehmen? Ja. Ja, das wird total cool. Den Computer in der Schachtel zu haben, ist cool? Ja, dann kann ich den Tod noch so sein. Ja, wahrscheinlich. Wer weiß, ob es sowas nicht schon gibt, dass oh, legt den Computer mit in mein Grab. Also wirklich unglaublich. Auf die kommt auf Ideen. Warte mal, ich jetzt. Marlies holt jetzt gerade Medikamente für die Katze wieder. Die sind alle. Heute Abend sind die alle. Und dann ist heute Abend Elternabend. Ganz genau. Ja, von Anouk, nämlich Elternabend in der Schule. Das ist auch noch. So, was müssen wir dann noch machen? Ich muss mir mal einen Plan machen. Irgendwie kommen sonst nicht klar, sonst vergesse ich immer die Hälfte. So, ist nichts daneben. Ich gehe rüber am Computer und werde jetzt gucken, ob ich da noch was schneiden und was Musikvideotechnisches schneiden kann. Denn bei diesem Vlog habt ihr ja gesehen, gibt es ein Intro. Es ist erstmal improvisiert. Ja? Wir haben ab jetzt ein Intro. Wir haben ab jetzt eine Musik für unsere Sitcom. Und zwar hat auch noch eine Sitcom-Musik. Ich finde die so geil, so genial, diese Komposition. Es ist von Aaron Kenny. Und er komponiert alle möglichen Arten von Musik. Filmmusik. Ja, in erster Linie ist das wie für mich so ein Filmmusik-Komponist. Wirklich. Geil, geil. Hört euch das mal an, er hat auch einen Kanal auf YouTube. Hört euch die Sachen an, Aaron Kenny mit Doppel-A. Ich finde es richtig geil, ich feiere das ungemein, was er macht. Das ist so cool und dass er die Sachen kostenlos zur Verfügung stellt, ist ja wohl der Oberhammer. Also, das finde ich richtig geil. Also, und ich finde, gehört sich gelobt und gewürdigt. Ja, von dem ist die Musik und den Schnitt von mir erstmal provisorisch zusammengeflackt aus dem gestrigen Vlog. Müssen wir mal sehen. Und ein paar Fotos. Also schauen wir mal. Ja, und jetzt ab in die Kammer des Schreckens. Jetzt haben wir wieder Tommy in der Wäschekammer. Stream. Das ist ja noch lange nicht alles hier. Was ich hier habe, ich habe so viele Fotos nämlich von dem Laden. Das können hier nicht alle Bilder sein. Na, das scheinen die zu sein. Alle auswählen. Okay, ich versuche jetzt irgendeinen kleinen Videoclip zusammenzustellen für unseren Fahrradladen, unsere wie sagt man, unser Fahrradladen, unser
Familienleben, Dings, da Bums. Müssen wir mal schauen, wie ich das hier hinkriege. Der Laden im Wandel der Zeit halt. Also ich versuche einen kleinen Videoclip zusammenzustellen mit den ganzen Fotos, die ich hier habe vom Laden. Mittlerweile. Ob mir das gelingt, werden wir ja sehen nachher. Ne? Nee. Geht hinter mir. Nee, Tobi, guck mal, was wir gekauft haben. Wir haben eine Arbeitsplatte geholt und die müsste aber zerkleinert werden, weißt du? Hast du irgendwas? Kreissäge oder Stichsäge? Nee, Stichsäge nicht, geht ja nicht. Tommy, eine Handkreissäge hast du nicht, wa? Tommy, ja, der Tommy ist hier. Ja, nein, ich. Hier ein Sentifass, wer ist das Ding? Was ist das? Papa. Eiche, Eiche. Das ist Pappe. Das ist Pappe, ja. Eiche im Pappmantel. Ja, na klar, dann jetzt kein Holz. Ja. Vielen Dank, Tommy. Ja, bitte. Bis später. Wann brauchst du direkt dann zurück, Tommy? Kann ich ein Wochenende noch ein bisschen sehen, oder? Ja, ist ja noch eine Weile hin, das Wochenende, wa? Naja, deshalb. Na, machst du derzeit? Nee, komplett noch nicht. Naja, dann kannst du dir noch mal ausleihen. Ich weiß nicht, wenn ich zwischendurch brauche. Ja, aber einfach Bescheid sagen, Tommy. Ja. Wir sind ja da. Weißt okay. Du? Ja? Genau, leg das so hin, dass es abrufbar ist. Okay. Gut, alles klar. Schenk's ihm noch gleich? Der hat doch nicht, der arme Junge. Wow! Bin durch. Perfekt! Ach, herrlich. Wie ich mich freue. Ja? Dennis ist kurz da. Ja, darf er. Kommst du oder soll ich ihn hier reinschicken? Schicken rein, wenn er mag. Es soll mir nicht auf den Sack gehen. Ah. Dennis, Dennis, Dennis. Dennis, Dennis, Dennis. 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 Dennis, Dennis, Dennis. Dennis, Dennis, Dennis. Dennis, Dennis, Dennis. Ich mach jetzt den kompletten Trailer. Alter. Lass mich mal machen. Naja, ich empfange dich nicht, aber du darfst hier rein. Ins heilige Kämmerlein. Neben stinkenden Schlüpfern und ungewaschenen Socken darfst du hocken. Schön gereimt. Ja, schön. Und Dennis, ich brauche noch ein Foto von dir. Ach so. Gleich. Was brauchst du ein Foto von mir? Ich brauche ein Foto von dir. Wieso? Ja, du bist doch Teil des Ladens. Teil des Schiffs. Ja, bitte, Skali. Eine Tasse? Ein Tesla? Ein Tesla hat Papa gekauft. Nein, eine Tasse! Eine Tasse! Kein Tesla. Mensch, ja, ich hab schon gedacht, Reichtum ist ausgebrochen. Im Lotto gewonnen. Eine Tasse! Eine Tasse! Ohne Lotto spielen geht so weit. Ach, krieg eine hin. Tasche! Ah, schön! Hey? So viel Information auf einmal. TMI. Hast du kein Bild von mir? Oh. Nee, nicht auf diesem Computer. Oh, nicht ich mach das ja auch nur mit Fotos. Ach so. Na, wie jetzt? Wie steht's? Na, Dennis? Ich ah, schön, schön. Mensch, jetzt kriegst du alles jetzt gar ja, du bist auf jeden Fall mal eine ideale Touristenführerin. Ist ja vielleicht auch ja nicht so schlecht. Aber in unserer Wohnung doch nicht. Das kommt noch. Ist ja hier, das darfst du hier doch nicht. Mit dem Laden und so, ja, das läuft dann. Du bist ja eine Person des öffentlichen Lebens. Ja. Ja.
Katastrophe, wa? Essen! Ah, ja, wunderbar. Ein, Das ist Esserhaus. Das ist Hofsteine. Wir können nicht essen. Kann man nicht essen. Das ist ein Bixel. Ja, und der Kerz ist auch dabei. Ach, schön. Schön, schön. Ich kann auspusten, der Käse. Ja, du hast ja am 24. erste Geburtstag. Aber nicht kaputt machen. Nein, aber natürlich nicht. Das ist gar nicht. Das ist immer nicht so. Tschüss. Ja, schön. Vorher schon mal. Dennis braucht einfach nur herkommen. Und dann hat sich das erledigt. Damit er erstmal zugetextet eine Stunde. Und dann geht er mit Ohrenschmerzen nach Hause. Ja. Und Gehirngulasch. Herz erwärmt. Na, das ist doch schön, ja. So geil, wie ich mal vermissen so. Ja. Müssen wir wieder auf das vorbeikommen. Können wir mal, genau, wieder was kochen. Ja, das können wir tatsächlich mal machen. Sei froh, jetzt sind wir gerade alle ein bisschen krank, also die Kinder sind ja sowieso krank. Aber es bessert sich gerade auch schon wieder, also hast du die neue gute Zeit abgepasst? Ja, Gott sei Dank, ich bin ja da. Du bist sehr anfällig. Ja, wenn ich trainiere gerade, trainiere ich ja nicht. Tommy, Luna ist am Telefon wegen der GSZ nochmal. Ich gebe ihn dir einfach mal, ich glaube, ich kann es so schnell gar nicht erklären. Ja, bitte? Mama. Ja, hallo. Ja. Mein Einhorn. Ja. Mama. Ja. 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 Mach es auch gut und melde dich mal, wenn du da bist. Also letztes Mal sind wir ja irgendwie aneinander vorbeifahren. Ich hab dich kommen sehen, musste aber gerade los. Gut, alles klar, dann melde dich, ja. Und bestell schöne Grüße. Ja? Bitte, bitte. Ciao, ciao. So, jetzt sieht er hier los. Ja. Was ist denn hier los, ey? Sieht er hier los? Aber Mama, der kann. Oh, Mann. Da, Und jetzt? Haare. Jo. Immer noch? Nee, der ist jetzt runtergegangen, aber. Du hast ja gesagt, du kommst dann. Mama. Ach, ist das halt schlimm. Überfall. Überfall. Ich muss auch gleich losgehen. Ist ein bisschen wie eine schrecklich nette Familie, ne? Na gut, doch. Das ist mal so eine Szene einbauen mit dem Geld, wo du dein Geld verteilst. Naja, das ist nur gestern kurz mal gemacht. Ja, das war doch gut. So, genau. Das war der, was kurz vor jedem Block dann kommt. Also. Ja. So wird es natürlich nicht. Ach, du bist Fahrradsalon Kumm, ja. Und die kapabile Seiten. Naja, und so weiter. Ja, na, ist doch gut. Und das erste, das schneidest du noch davor, ja? Oder was? Nein, das schneide ich nicht davor. Also, das war der erste, das Ding. Nein, das erste, was ich gezeigt habe, kommt vor jedem Ding. Und das ist jetzt einfach nur so ein. Ach so. Über das ganze Stück so ein. Geht ja noch ein bisschen. Haben wir noch ein paar Bilder einzufügen? Das ist ein. Das hier ist so ein. Dedet. Wisst ihr? Nee. So. Und dann passt natürlich Saxophon super darin. Also so ein kleiner Effekt. Muss man schauen. Kennen können. Ja, ist egal. Also. Na, du bist es. Das sieht man. Das Unterbewusstsein macht schon was her. Jo. Tobi. Von dem hast du nicht mehr gehört, wa? Nee. So viel Schulden. Ist wirklich schon dufte, was der so doof hatte. Ja, was ist denn viel? Was sind denn viele Schulden? Was? 500. Achso. Ja, 20.000 würde ich dir verstehen, aber 500 Euro.